Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Resident Evil, das HD Remake mit Gilly Vanilli, Bloody Cat wieder an meiner Seite. Und Black Drain am Steuer. So, wir haben jetzt alle Masken. Eine haben wir schon eingesetzt, glaube ich. Ja, eine haben wir eingesetzt. Eine haben wir schon eingesetzt, jetzt haben wir die restlichen drei. Willst du nicht zeigen, was du jetzt bis jetzt gemacht hast? Ja, wir haben ja auch noch die Kampfschrotflinte von lieben Richard gekriegt. Ja. Der leider Schlangenvater mittlerweile ist. Der ist langsam, glaube ich, jetzt die nächsten, so groß wie die Schlange des nächsten Monat verdaut wird. Da haben wir noch ein Batteriepack. Von der Schrotze haben wir jetzt einiges. Ich werde allerdings die nicht mehr benutzen, da wir jetzt von Richard das Kampfgewehr gekriegt haben. Das heißt, die ballern wir erstmal leer. Pardon, leichtes Aufstoßen. Hier war der falsche Weg. Erstmal wieder zurück in die Gruft. Das war über die Eingangshalle, ja. Die Tür, die wir erst gesucht haben. Ja. Im zweiten Part war das, glaube ich. Auch schon ein Weilchen her. Da habe ich mir jetzt Plays angefangen, vorgestern, oder? Ja, wir nehmen das teilweise ja schon ein Stück auf, weil wir produzieren immer ein Stück vor, weil das Problem ist, wenn ich bin ab morgen wieder arbeiten. Und das heißt, ich kann dann wieder nur am Wochenende aufnehmen. Yep. Und da bin ich ja teilweise immer nicht so sicher, ob ich es schaffe oder nicht. Wegen Müdigkeit, Erholung und... Weil es ist ja immer noch die Gartensaison und dann, naja. Mal lauschen. Noch. Ja, es geht ja langsam Richtung Herbst zu und da bin ich auch sehr froh drüber. Kurze Erklärung, er ist Gärtner. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich da in den Sarg befindet. So, das ist die Prüfung, das ist die ohne... Ohne alles. Ohne alles. Muss ich die erste oder die zweite? Ich weiß nicht. Nein, ich will... Willst du wohl? Das ist die ohne Nase. Die letzten, ja. Sonst was ohne Nase. Und das andere müsste die ohne Augen sein. Ja, hallo. Das müsste. Die haben wir schon eingesetzt. Die haben wir schon. Ah ja, das stimmt, denke ich schon. Das müsste die ohne Nase sein, hier die. Ja. Ja, man muss immer blicken. Wie schön das Blut da noch an die Kamera spratzt. Yummy. Der muss ja schon gut gegoren sein da drin. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Wir werden es gleich erfahren. Entweder ist es ein Kanister voll mit Blut oder... Keine Ahnung. Ist das so ein Rotkopf? Was? Der Wolf. Nein, 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 nein. Wer wird denn da gleich? Die Rüstung verschwunden. Hey, und noch auf gesund. Hey! Ich glaube, der ist tot. Weil das habe ich nur aus den Augen gesehen. Aber der ist jetzt wirklich aus dem Sonnen. Lykana. Ja. Ja. Weil irgendwie musste das Ding auch noch aufgehen. Dein Metallobjekt. Okay. Also ich sag ja, das ist hier komplett andersrum. Damals gab es Sonne, Wind, Symbol und alles. Also das ist ja schon mal, also... Verwirrend. Nee, es lohnt sich richtig zu spielen. Also das ist nicht mehr so, dass, wie die das...
dachte ich jetzt ein Zombie-Gott. Das ist nicht so übernommen wie aus den ersten Resident Evil. Klar, es gibt da noch immerhin ein paar Vergleiche, ne? Aber ich finde es toll, dass die mal neue Sachen eingebracht haben. Okay, das Spiel ist ja auch schon etwas älter. So. Was? Ich glaube, da kommen wir überall nur mit den Helmschlüssel rein, ne? Ja, die brauchen wir erstmal. Ja, weil ich glaube, soweit haben wir hier alles erledigt. Da sind noch ein paar Orte, die man noch suchen kann. Mhm. Ich würde gerne was wissen. Der oberste Gang da. Rechts oder links? Ganz oben der Karte. Links. Ja. Obwohl, da hätte ich abkürzen können. Da hätte ich abkürzen können. Wenn ich durch den Krähenraum gehe. Stimmt. Hier ist es. Weil wir haben ja letztes... Der Farbding mit den ganzen Bildern. Ja. Hm. Ich sag dazu immer, bei mir hat er immer den Titel Krähenraum gehabt. Und wird er auch immer, glaube ich, haben. Ja, es gibt ja zwei Orte, wo Krähen sind. Ja. Okay. Okay, ihr bleibt sexy auf der Stange. An der Stange. Ja, nee, rein tut ihm wirklich nichts. So, und ich glaube, hier stand noch ein Gesell vor der Tür. Und wie gesagt, die Schrotflinte werde ich nicht mehr gebrauchen. Ja, da ist einer. Aber ich will hier raus. Hm? Oh, eine Katze ist unter dem Tisch. Ja, aber die will nicht kuscheln. Ah! Es war ein Hundi. Es war ein Hundi. Aber ich finde immer, die schreien wie Affen. Moment. Katze, was guckst du da so auf den Tisch? Du kommst nicht auf den Tisch. Guck mal, was da passt. Hey. Aussparung wurde erfüllt. Ich glaube, sie schauen einfach nach der Fliege, die rum wird. Okay. Das kann sein. Wo gehst du erst hin? Ja, Heilung, ich kann mich hier zurück raus. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, die schwarze Munition. Also munitionstechnisch muss ich echt sagen, sind wir gut bestellt. Da liegt noch ein Batterie. Du sollst das Batteriepack nehmen. Und einmal halb. Ihr dürft mein Gesichtsausdruck gerade nicht sehen, der ist traumhaft. Ihr wollt da nicht raus. Aber ey Leute, immerhin, wir sind nicht mehr in Herrenhaus. Hey. Jetzt schon wieder. Ja, ich würde ja sagen, das ist der Schuppen. Okay, und kurz Erklärung für Bloody. Da, wo wir jetzt hier durchgegangen sind eigentlich, ne? Ja. Da musste man damals das Sonnen-, Stern-, Mond- und den Wind, das Windsymbol einsetzen. Mhm. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir das Windsymbol noch? Welcher hat? Gärtner hängt denn bitte so Werkzeug auf? Ja, du nicht. Ja, ich garantiert nicht. Eine Karte haben wir ja nicht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Oh. Eine Vollheilung haben wir ja noch. Also zweimal gemischte Kräuter, ein First Aid Spray. This is Brad. Oh. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad. Can you hear me? Shit. It's broken. Hat die Dame etwas Scheiße gesagt? Nein, Mist. Hundi. Waffe wechseln. Nein. Ey! Ja, hüpf doch. Ich finde, die schreien wie Affen.
Ah, ein blaues Kräuterli. Ricola. Ich wollte gerade sagen, ein blaues Ricola. Und das heißt für gewöhnlich, irgendwas will uns vergiften. Wahrscheinlich. Kann ich das auch kombinieren? Jawohl. Bisschen platzsparender. Ja, und ich glaube, das, aber das hier sieht ja wenigstens mehr nach Garten aus. Wenn ich in Originalteil an Garten denke, da denke ich, naja. Entschuldigung. Ja, da kommst du einfach nicht so runter. Nee, da. Aber wie schön das mit Matten hier auch aussieht. Ja. Wieso sah das Ganze so aus, als würde da eine laufen? Naja. Wenn ich aber denke, was ich denke, dann können wir hier eh noch nichts anfangen. Weil ich habe da eine Vermutung. Genau. Uns fehlt was ganz Bestimmtes. Die Kurbel. Und unsere Katze macht wieder Scheiße. Ja. Es fehlt uns die Kurbel, aber das war im Original ja auch so. Miezeplüsche will wirklich in jedem Park nur auffallen. Jedes Mal. Und die Putzkolonne war schnell. Guck mal, die Hunde sind schon weg. Das heißt, wir gehen erstmal durch die andere Tür. Katze kämpft mit Stück Papier. Wer wird gewinnen? Wer gewinnt? Ich glaube, das Stück Papier wird gewinnen. Ja, ich glaube auch, dass das Stück Papier gewinnen wird. Du bist doof. Ja, unsere Katze ist immer live dabei. So. Das sieht ja hier sehr einladend aus. Was haben wir denn hier? Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nord, Tal der Zerstörung. Süd, Höhle des Hasses. Ost, Gipfel des Irrsinns. West, Weg der Rache. Okay. Ich weiß, wir müssen eigentlich mit den Hühnchen machen. Barry? Monster! James! Gun! Ineffective! Instant! Stay away! Forest outside the mansion! Stay! Hey! Waffen nützen nix. Aber sieht schön, da der Weg hier aussieht. Schön finde ich ja, wenn er sagt, so, ja, bleibt aus dem Wald weg, wo gehen wir hin, wo sind wir gerade drin? Mit dem Wald. In dem Wald. So. Eine Statue mit blauen Augen. Sie trägt die Inschrift, der letzte Atemzug der Zerstörung. Eine Statue mit roten Augen, sie trägt die Inschrift, der Kampfschrei der Rache. Das Tor öffnet sich, wenn die Begierden der Hunde gestillt sind. Also der warte was mit Rache, der mit den roten Augen, ne? Ja, und der andere war Zerstörung. Jetzt muss ich nochmal zum Wegweiser, weil ich glaube, das war der Hinweis. Ja, das denke ich mir auch. Weil hier ist ein blauer und ein roter. Ja. Der rote war mit Zerstörung, ne? Ja. Norden, Teil der Zerstörung. Also das ist dann Norden. Der rote. Dann gehe ich erstmal auf den Norden. Nein! Ich drücke immer so schnell. Seht's mir da. Norden und Westen. Norden und Westen meinst du? Ja. Rot ist Norden, blau ist Westen. Oder? Nee. Ach du Scheiße, andersrum. Warte. Das war Westen. Meinst du? Und der andere war? Norden. Norden. Ja.
Okay, es hat Klick gemacht. Juhu. Also die Hunde müssen einfach weggucken. Nadine. Hi, meine Freunde. Ich bin's nicht. Ich bin nicht Vincent Raven. Nein, nein. Ja, klar. Man darf nicht rennen. So wie so die These hat sich bestätigt. Geht aber wahrscheinlich nicht rennen. Korax, weh, du scheißt mir auf den Kopf. Eine Einbuchtung. Wenn der... Nein! Wir haben das Windding vergessen. Ich glaube, das gehe ich mir auf den Rückweg holen. Shit. Shit, Kaka, Pipi. Haut ab! Das ist besonders berauschend. Moment, Cat muss mal eben ein paar Korrekturen hier erledigen. Ja. Geht sofort weiter im Programm. Du kannst auch schon weitermachen. So. Ein Kettenrasseln und ein Frauenstöhnen, das ist ja schon mal sehr aufreibend. Und da verletzt sie mich. Klingt ja sehr reizvoll. Hallo? Hä? Ja, von hier kommen wir. Ah, okay. So. Einmal durch die Botanik. So, so bin ich wieder. Und die Kette ist wieder da. Und wir sind an einer alten Hütte angekommen. Das kennen wir ja noch aus Resident Evil 4. Und hier stehen Kräuter. Muss doch kurz die Kette verköstigen. Ey, wir haben so viel Heilung. Damit wir könnten den Krieg ziehen. Habe ich das Gefühl. So, ja. Der rote Bereich. Da brauchen wir das mit dem Wind. Vielleicht haben wir irgendwo Glück und irgendwo ist eine Schreibmaschine hier, weil jetzt habe ich keinen Bock, eigentlich den ganzen Weg zurückzurennen. Hehe. Ach, sieht doch schon mal sehr einladend aus. Nicht wirklich. Hier hat aber lang keiner mehr Staub gewischt. Wer hat hier ein Feuer gemacht? Barry? Das Kaminholz sieht frisch aus. Beska? Eine Reihe von Verbänden wurde aufgehängt. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Ja, oder Dünnschiss. Wer weiß. So, das ist eine Karte von Innenhof. Mitnehmen. Ja, logisch. So, ich bin wieder da. Okay. Alles klar. Okay. Innenhof. Eine Schreibmaschine. Schon mal sehr sexy. Und eine Kiste. Da können wir auch gleich mal das Windsymbol einpacken. Und die alte können wir getrost weghauen. Ich sag ja, wir haben so viel Heilung. Das ist sagenhaft. Aber, Freunde, das ist ja Resident Evil und wir wissen ja, wie schnell man auch sämtliche Heilung verlieren kann. Das Windsymbol wollte ich nur einpacken, richtig? Ja. Wo haben wir es? Ja, siehst du, fast alle Items schon wieder, ja, alle Items weg. Nein. Ja, fast. Das Feuerzeug liegt mir da unten so alleine. So. Wir speichern einmal vor sich. Ein Foto. Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen, Mami dann angegriffen. In Rot
und schleimig, weiß und hart. Nicht echte Mami. Wo, weiß nicht, Papi Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit, warum? Ich will nur bei ihr sein. 4. Mami, wo? Bin so allein. Das klingt ja wie sehr reizvoll. Rot, schleimig. Mhm, lecker. Weiß und hart. Klingt ja nach sehr schönen Familienverhältnissen. Willkommen bei RTL. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Stimmt aber. So. Hier war ein primitives Bett. Darin? Hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Ja, darauf will ich auch nicht schlafen wollen, so wie das aussieht. Also eine gemütliche kleine Lücke. Da müsste nur mal ordentlich Staub gewischt werden, ne? Mhm. Okay, hier geht's nicht weiter. Ach. Doch. Die Kurbel. Eine Winde. Und wieder hoch hier. War es das denn hier? Oder ist hier noch... Das war's. Gut. Okay, wir haben das Windsymbol, wir haben die Kurbel. Ne? Da ging eine Tür. Ich bin Gilli Vanilli. Ich bin zu jeder Standzeit bereit. Ich sollte mal nachladen. So, jetzt bin ich zu jeder Standzeit bereit. Au! Ja, sag mal. Ja, wir haben uns jetzt mal. Wir wurden da erschlagen auf dem Podest und haben uns jetzt vom Kamin geportet. Alle klar. Tschüss. Bye bye. Schön, dass wir Sie gestört haben. Was war das? Nemesis Schwester? Es sah auf jeden Fall menschlich aus. Sir, ich habe Ihnen nichts getan. Wir verlassen Sie mal, ne? Ja. Tschüss. Und ja, wie sitzen Sie? Ja, ich bin ganz intelligent wieder zurückgerannt. Ich höre einen Zombie. Ich krieg schon wieder in den Kopf. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Was ist nur der andere Weg, Schatz? Das sah gerade aus. Wohl, sag mal. Irgendwie habe ich jetzt hier eine Orientierungsschwäche. Halt, stopp, geradeaus. Wer hat jetzt hier gestöhnt? Wer stöhnt hier? Tschüss. So eine schöne Nacht. Der machte gerade einen Waldspaziergang. So, und merke vor, diesmal langsam laufen. Dragon, langsam laufen. Ganz chillig. Ich bin die Gilli Manili. Nein! Das ist auch. Idiot. Flicken. Da haben wir unser Sonnenstern und Mondsymbol. Und genau 3 Plätze frei. Mondwappen. Sternwappen. Sonnenwappen. Aua! Weg, 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 weg
ziehen. Wir müssen ihn mal überprüfen, oder? Ja. Diese Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei Striche, eine Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Komm, ja. Und zwei Striche? Nein, ich will den Mond nicht ausrüsten. Danke. Prüfen. Dann haben wir ein Kreuz. Plus. Ach, Kreuz plus ist ja beides. Ja. Gute Werke. Und hier haben wir die Sonne. Prüfen. Dann hatten wir gerade eben. Nein, die hatten wir gar nicht. Also. Das sind die drei Striche. Okay. Okay. Was kam so erst? Ach, die fügt die schon so automatisch ein. Na dann, wollte mir gar nicht merken, was wohin kommt. Ja. Baby! Ich liebe dich! Danke, ich liebe dich auch. Oh, wir präsentieren die Magnum in Originalteil Colpython. Wieso er da Colpython hieß, keine Ahnung. Ja, ciao. Ich grüße Korax von euch. Und Vincent Raven ebenso. Von denen hat man auch nie wieder was gehört, wa? Vincent Raven, wie der Kerl hieß. Irgendwie so ein Darsteller bei The Next Uri Geller. Ach so, ja. Der Rabenvater. So, wo gehen wir jetzt? Ich habe eher sowas wie gedacht wie Crow. Ja, also. Crow. Also, ich weiß, dass Vincent Raven zumindest kein Hip-Hop macht. Der hat zum Beispiel ein Musikvideo bei YouTube, das habe ich mir mal vor kurzem angesehen. So, die Kürbelchen. Ich glaube, dann kommen wir jetzt in die Residenz. Schön, die Zeit im Blick behalten? Ja, ich habe immer mein Auge drauf. Wir nehmen das Ganze ja über Elgato auf. Und da habe ich hier ja auf dem Laptop immer alles so schön angezeigt. Ich muss immer auf dem Handy laufen lassen. Also ein Timer. Ja, das ist der Vorteil bei Gato. Ich zock ja auf dem Fernseher mit der normalen Lazy. Aber so schön, ich kann dann immer so schön. Ah, Laptop, alles gut? Alles gut. Ich brauche nur so ein Verbindungsstück, da könnte ich auch aufnehmen. So, jetzt können wir erstmal eine Runde kurbeln. Weil ich die Aufnahme nicht dann verpacken würde. So, ich würde mal sagen, da haben wir das Wasser mal dezent abgelassen. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Oh, wie romantisch. Ja, und wir sind so gut ausgestattet. Also ich bin jetzt frohen Mutes. Eigentlich bin ich jetzt von dem Stand her, wie es läuft, ne? Bis jetzt sehr zufrieden. Also ich finde das echt auch mit dem Wasser am Boden. Sehr schön. Also ich mag Details und so kleine grafische Spielereien. Ich bin enttäuscht, im Original kommen Schlangen von oben. Ja, das war noch nicht zu früh. Nee, wenn du da den Weg lang gehst, Richtung Fahrstuhl, kommen oben so Schlangen runtergedroppt von den Bäumen. Hier ist eine... jetzt nicht. Da. Ihr seid doch scheiße! Oha! Ich kann ja Schaden machen. Kann ich da ein Safe? Wenn du mich nicht abkicken kannst? Der Strom ist ja. Und die Rahmen gehen wieder schießen. Ja, ich schließe ja nicht mit der Schrotze auf Vögel. Nein, das ist eine Kampfpistole.
Da links ist ein Weg. Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Alter. Warnung? Boah, jetzt reicht's mir aber. Also, dass Krähen so einen Schaden machen, ist mir neu. Jetzt bräuchte ich meine Pistole. Ein Metafing. Oder Motte. Motte würde ich ja sagen. Aber ein rotes Kraut, das nehme ich gern. Ich hoffe mich noch mal gern, dass Blau nicht auf dem kommt. Weil Blau ist nur für Vergiftung. Ja, aber wir können. Ah, da sind die Schlangen. Wir hätten es doch trotzdem aufnehmen können. Nein, das ist in der Residenz. Oh, nee, das ist die Residenz in Herrenhaus. Gab es einen Abschnitt, da sind ja auch so grüne Pflanzen in den Topf gewachsen, ne? Ja. Da kannst du dich. Oh, schöne Kameraeinstellung. Bubis. 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 Das war's mit Bubis. Jetzt können wir es aufnehmen. Ja, weil das welche in Töpfen sind. Also. Jetzt bräuchte ich noch eine Schreibmaschine. Langsam aber sicher Karte. Ach ja, scheiße, hier haben wir noch keine Karte. Karte? Ja, die Tür dürfte offen sein. Ja, Leute, wir suchen noch eben eine Schreibmaschine und dann würde ich was mal sagen. Und wir haben einen Safe-Raum gefunden. Perfekt. Perfektes Timing. Perfektes Timing. So, dann legen wir erstmal ein bisschen Gedöns ab. Kurbel weiß ich jetzt nicht. Also die. Da freut man sich so dermaßen, dass man die bekommt und dann sagst du nö. Nee, die brauche ich jetzt nicht. Ich will sie jetzt auch nicht verschwenden, aber ich nehme hier mal wieder die Pistole mit. Und die Kurbel brauche ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Was? So. Und unbewaffnet will ich ungern rumrennen. So. Und na gut, meine Freunde. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.